Hallo und herzlich willkommen hier bei Zenschlys Hardware & Software Reviews. In diesem Video geht es um das neue Gigabyte H87HD3 Mainboard. Dieses Mainboard unterstützt in diesem Fall die neuen Intel Haswell CPUs, zu denen ich später nochmal komme, aber erstmal der Hinweis, passende Informationen und Produktverlinkungen sind in der Videobeschreibung. Kommen wir grundsätzlich zur neuen Gestaltung der Mainboard-Kartons von Gigabyte. Diese sind wesentlich schlichter und einfacher aufgebaut im Vergleich zum Vorgänger, jedoch sehr informativ. Die Frontseite dieser Verpackung zeigt uns zum Beispiel erstmal grundlegende Informationen darüber, welches Mainboard wir denn nun hier haben, dass wir aber auch die neuen Intel Core CPUs verbauen können und der H87 Chipset ist bei diesem Mainboard in diesem Fall dabei. Ultra Durable 4 Plus ist ebenfalls mit dabei, Ultra Cool Zertifikat, das heißt wir haben hier eine neue Kühlkonstruktion der Mainboard Kühler oder auch Ultra Safe, heißt also wir haben hier ein Dual UEFI BIOS. Auf der Rückseite der Verpackung haben wir dann eine Abbildung vom Mainboard, außerdem natürlich einige Features und Funktionen sind hier schon kurz genannt, darunter zum Beispiel der neue CPU-Sockel, der USB 3.0 Frontpanel-Anschluss oder auch zum Beispiel 6 SATA-Anschlüsse mit dem SATA 6 Gigabit Anschlussinterface. Ebenfalls hier eine Abbildung der I/O-Blende bzw. des Anschlussbereichs hinten am Mainboard. Gigabyte liefert hier einiges an Zubehör mit. In diesem Fall haben wir hier die Treiber und Utility-CD. In diesem Fall empfehle ich immer, die neuesten Treiber von der Internetseite von Gigabyte natürlich kostenlos runterzuladen. Des Weiteren haben wir ein ausführliches Handbuch, ebenfalls gültig für das Z87HD3 Mainboard. In diesem Mainboard findest du passende Informationen darüber, wie du Arbeitsspeicher oder auch die CPU einbaust und welche Anschlüsse auf dem Mainboard für was gut sind. Eine I/O-Blende im klassischen Aluminium-Silber-Look, keine farbliche Markierung. Ebenfalls stehen uns hier 4 SATA 6 Gigabit Anschlusskabel zur Verfügung, zum Beispiel für SSDs, Festplatten und Laufwerk. Außerdem liefert Gigabyte jetzt einen Sticker mit, zum Beispiel für euer Case und nochmal einen Quick Installation Guidebook in verschiedenen Sprachen. Das Ganze ist nochmal kurz gehalten, die ausführliche Version gibt es halt in dem normalen User-Handbuch. Hier haben wir nun das neue Gigabyte H87HD3 Mainboard. An sich wirkt es sehr einfach und schlicht aufgebaut, was vor allen Dingen durch die neuen Kühlkörper, die im Übrigen ja neu designt wurden, sehr schlicht und einfach wirkt. Natürlich haben wir auch neue Features hier mit an Bord, darunter zum Beispiel auch 6 SATA-Anschlüsse, die jetzt alle mit SATA 3 belegt sind. Ebenfalls bietet selbst dieses H77 Mainboard 4 USB 3.0 Anschlüsse. Die meisten H77 Mainboards, die Vorgänger also, hatten zum Beispiel nur 2 USB 3.0 Anschlüsse direkt hinten an der I/O-Blende. Fangen wir aber ganz einfach an mit den Anschlüssen hier auf der Unterseite. Hier haben wir zum Beispiel den Frontpanel HD Audio Anschluss, einen weiteren USB 2.0 Frontpanel Anschluss, selbst den Frontpanel Header hier, dieser ist auch farblich gekennzeichnet, wie man sieht, für Power-Button, Reset-Button, Power-LED etc. Des Weiteren 2 USB 2.0 Anschlüsse und hier, wie bereits angesprochen, 6 SATA-Anschlüsse mit dem SATA 6 Gigabit Standard. Direkt darüber haben wir dann den Southbridge-Kühler von Gigabyte natürlich. Der ist wirklich schön designt, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Kommen wir aber hier mal ganz einfach zu den Anschlussmöglichkeiten. Hier haben wir einen PCI Express 3.0 Anschluss für eine Grafikkarte zum Beispiel der neuesten Generation. Des Weiteren 2 Einfachanschlüsse PCI Express, einen weiteren PCI Express Anschluss für eine weitere Grafikkarte. Das heißt also, wir können hier 2 Grafikkarten im Verbund betreiben, sowohl SLI als auch Crossfire X. Und natürlich noch 2 weitere PCI Einfachanschlüsse für Netzwerkkarten oder ähnliches. Wie immer stehen uns hier unterschiedliche Anschlüsse zur Verfügung, darunter aber auch der 24-Pin ATX Mainboard Stromanschluss, ein weiterer USB 3.0 Frontpanel-Anschluss, außerdem ein 4-Pin PWM Lüfteranschluss für einen normalen Gehäuselüfter zum Beispiel. Direkt darüber die 4 Arbeitsspeicher, RAM-Bänke für bis zu 32 GB Arbeitsspeicher im Dual-Channel-Betrieb. Das heißt also, wir erreichen dadurch eine bessere Performance. Um den CPU-Sockel herum haben wir weitere Anschlussmöglichkeiten, darunter zum Beispiel auch 2 weitere Lüfteranschlüsse, aber auch der CPU-Lüfteranschluss selbst hier oben in Form eines 4-Pin-Anschlusses. Hier oben rechts ist dann der 8-Pin-CPU-Stromversorgungsanschluss. Dadurch ist eine
optimale Stromversorgung der CPU gewährleistet. Außerdem hier oben der neu konstruierte Kühler, der die umliegenden Hardware-Komponenten kühlen soll. Der Aufbau des CPU-Sockets ist eigentlich gleich geblieben wie zum Beispiel beim Vorgänger Ivy Bridge. Dennoch gibt es hier ein paar kleine Details, die man beachten sollte. Dieser CPU-Socket hat jetzt nur noch 1150 Pins. Somit ist es also nicht möglich, ältere CPUs, die zum Beispiel einen 1155er Sockel hatten, auf diesem Mainboard zu verbauen. Das ist schon mal nicht möglich. Außerdem wurde das von Intel erstmal so abgesichert, dass die Führungsnasen auf dem Mainboard nicht mit den Einkerbungen auf der CPU übereinstimmen. Das H87 bietet uns hier eine Reihe von Anschlussmöglichkeiten für sämtliche Peripheriegeräte, die derzeit so im Normalfall benutzt werden. Darunter aber auch zum Beispiel 4x USB 3.0. Beim Vorgänger hatten wir im hinteren Bereich des Mainboards generell nur zwei Anschlüsse, also hier zum Beispiel eine Steigerung im Vergleich zum Vorgänger. Natürlich auch hier wieder die Standardanschlüsse für 7.1 HD Audio, ein LAN-Anschluss oder Netzwerkanschluss auch genannt, HDMI, VGA und DVI-Anschluss für die Monitore. Somit können wir also mehrere Monitore an dieses Mainboard anschließen, wenn wir zum Beispiel die integrierte Grafikeinheit Intel 4600 zum Beispiel verwenden wollen. Außerdem zwei USB 2.0 Anschlüsse und ein PS2 Maus-Tastatur-Kombinationsanschluss. Grundsätzlich bietet das neue H87 Mainboard von Gigabyte oder generell die neuen H87 Mainboards viele nützliche Funktionen, die zum Beispiel beim H77, dem Vorgänger, noch nicht gegeben waren. Darunter, wie bereits erklärt, 6 SATA-3 Anschlüsse oder auch mehrere USB 3.0 Anschlüsse im hinteren I/O-Bereich. Ob sich nun der Umstieg von einem H77 auf ein H87 Mainboard erstmal lohnt, generell würde ich pauschal sagen nein, da die CPU-Leistung sich relativ wenig verbessert hat und die Anschlüsse selbst, die man auf einen H77 Mainboard hat, reichen in der Regel auch vollkommen aus. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Hast du Fragen oder sonstige Anregungen, schreib mir doch einfach einen Kommentar. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir doch ein Like und ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht es dann darum, die CPU richtig auf diesem Mainboard zu verbauen. Dann bis zum nächsten Mal und haut rein, Leute. Tschüss!